Servus, die Marlon, und grüß euch, die Buben. Ja, Freunde, ich bin wieder am Weg zur Donau. Bin wieder bei den kleinen Schlossteich zuerst einmal angekommen. Nur ein bisschen herumschauen, was sich da anspielt. Ah, da sehe ich sogar noch ein Schwimmer im Wasser. Mit wer fischen gewesen sein. Ja, was haben wir heute vor? Es sollte 15 Grad kriegen. Und daher zieht es mich natürlich wieder ein bisschen raus. Ja, es gibt auch wieder ein paar Neuigkeiten, so wie eine neue Kamera am Start, aber das kennt ihr eh schon bald, das Gespür. Dazu dann wieder später Näheres. Dann beim letzten Mal diese Steaks, die waren ja alle Bonheur, habe ich müssen heute gleich wieder mitnehmen mit meinem Pfännchen. Und dann habe ich auch in letzter Zeit ein paar Sachen von mir angeboten zum Verkaufen. Da ist ja ein reger Verkauf gewesen. Die ganzen Buschboxen sind weg. Das war eigentlich ratzfatz. Und ich habe mir dafür einen neuen Hobo wieder gekauft, nämlich den Pico Grill 85. Aber wir gehen jetzt einmal runter zur Donau, da machen wir uns das jetzt einmal urgemütlich und dann erzähle ich wieder meine Geschichten ein bisschen. Also, gehen wir, Freunde. Ah, da ist schon die Abzweigung runter zur Donau. Runter geht's. Ja, in der Hitze des Gefechts habe ich natürlich ganz vergessen zu erwähnen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, was da außer steht aus meinem Rucksack hin. Ja, das ist eine Spannsäge. Und zwar hat die mein Freund für mich gemacht, der Sigi. An der Stelle danke, Sigi. Ah, die ist klappbar. Also man kann quasi das Sägeblau verschwinden lassen, dass nichts passiert. Und die werde ich natürlich auch heute testen. Ja, ich nehme sie nicht umsonst mit. Ja, da sieht man sogar, da ist die Oberfläche, wird da noch gefroren sein. Keine Ahnung, wie dick die Eisschicht ist. Wahrscheinlich da extrem dünn. Weil da drüben ist sie eigentlich schon offen, wo sie in der Sonne liegt. Und da hinten sieht man zwei Schwäne, die schwimmen auch mal drum. Da ist auch nichts. Ja, da waren auch wieder diese Baggertiere oder Traktortiere, die diese komischen Spuren da machen. Und die dürften da alles ein bisschen zurückgeschnitten und begradigt haben. Ja, da oben ist der ausgeschnitten. Ja, so ist der Weg wenigstens wieder schön begehbar. Sagen wir mal. Ja, im Sommer ist ja da Wasser drin oder wenn er Standhöhe ist und da hat sich einer wunderschön umgelegt, dass man gemütlich umgehen könnte. Na, natürlich alle außer ich, weil ich ein bisschen ein Schisser bin. Na, da dürfte schon wieder Niedrigwasser sein. Da sind die ganzen Sandbänke draußen. Na, da schauen wir dann gleich mal auf der Ebene nachher, was für einen Wasserstand wir haben. Interessiert mich. Ich habe vorher gar nicht geschaut. Na, bin ich auf meinem Platz wieder angekommen. Ja, suchen wir sich noch ein bisschen was Sonniges zum Hinsetzen. Und was sehe ich denn da? Ein iPhone. Für die Kleinen auch nicht schlecht. Ja, ich habe da leider eine tote Katze gefunden, die liegt wahrscheinlich schon länger da. Die zeige ich euch gar nicht, weil so ein schönes Bild ist das nicht. Ich werde auf die Seiten legen. Schaut um das arme Viecherl, keine Ahnung, was dem passiert ist. Ja, wir haben die mitleidige Arbeit gemacht. Ich habe die Katze da hinten ein bisschen mit Steiner bedeckt und mit Klumpert, was um mich herum liegt, dass nicht unbedingt der Viech gleich verzahrt. Ja, ist halt so, da kann man nichts ändern. Aber jetzt machen wir es einmal gemütlich da, richten wir mal alles her. Da habe ich ein schönes Platzl und dann schauen wir mal. Der erste Schiefernagler kommt auch schon. Da kommen noch gleich zwei hinten nach, drei. Ja, auf der Donau gibt es wieder Action. Ja, sorry, dass da ein bisschen laut ist, aber an der Donau ist es nun einmal so, wenn die Schiefern vorbeifahren. So, Freunde, das ist der Pico Grill 85.
Das ist ein extremer Flachmann, für den, die es noch nicht kennen. Der kommt in dieser schönen Verpackung mit einer Beschreibung dazu, wie man den aufklappt, wie man betreibt und wie man wieder zumacht. Ja, ist an und für sich fast selbsterklärend, aber da ist so ein Gestänge dabei, das fahrt man mal aus und im Endeffekt braucht man den nur zusammendrucken, dann rast er da ein und dann gehört beim ersten Mal da oben dieser Bügel drauf, damit der, wenn er mal angekratzt ist, seine Form behält. Das werden wir natürlich auch machen. Ich könnte natürlich ohne weiteres da heute ein Lagerfeuer machen, das war überhaupt kein Problem, weil da ist sowieso alles waschelnos. Aber ich will den einmal betreiben, dass ich mir sehe, wie er funktioniert und vor allem soll er dann seine Form oben beibehalten, ohne dass man dann den Bügel braucht. Wird man aber brauchen, wenn man da kleinere Töpferl draufsteht. Für mich, ich habe keine riesen Drumtöpfe, außer vielleicht mein Pfandl da. Und dadurch brauche ich den dann sowieso immer. Ja, ich werde jetzt einmal ein bisschen ein Holzerl machen und dann werden wir den einmal ein bisschen anheizen. Also, bis gleich. Ja, kleines Holz habe ich. Und was ich noch dazu erwähnen wollte für den Vito-Grill dann, da der unten ja nicht wirklich ein Aschenblech hat, sondern das durchfällt, da ist shit egal, ja, habe ich dann wieder meine Löschdecken im Einsatz quasi. Kommt die drunter und es kann nicht viel passieren. Da spare ich mir, das ist ja logisch. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt die Säge da nicht brauchen für das kleine Holzerl. Aber die will ich natürlich auch das erste Mal testen. Und will ich euch natürlich auch zeigen. Und natürlich ein geiles Gerät. Schön zum Zusammenlegen quasi. Die Verzahnung verschwindet eigentlich im Holz. Und jetzt bauen wir das Teil einmal zusammen und werden einmal ein bisschen spannen. Machen wir das spannend. So, schauen wir mal, was für Richtung wir kehren. Passt. Ja, ich Brutalist quasi wie ich bin. Der Sigi hat mir da so eine schöne Schnur dazu bastelt, was dazu gehört, dass das was gleich schaut. Und ich habe die natürlich gleich überspannen und gerissen. Aber ich sage einmal, mein Paracord ist das Pipi-Feinst. Also da kann man schon ein bisschen was sageln. Und noch dazu ein spezielles Blau für so Dolung wie mich, wo man mit Zart anfängt. Ich weiß nicht, sieht man das? Zarte Verzahnung, grob und dann eigentlich ganz grob. Also für Dummies quasi, so wie mich. Und jetzt probiere ich die gleich einmal. Ob ich es jetzt brauche oder nicht, ist mir wurscht. Anfangen auf der zweiten Seite, da bleibt bei mir, ja, wogelt alles. Dann machen wir einen schönen Schnitt hat und dann kann man sie entlang arbeiten. Und die ganze Länge ausnutzen. Und man sieht, das geht ganz gut. Ja, leider, das ist komplett waschelnass, durch und durch, also das kann ich nicht brauchen. Aber ja, macht ihn da, sagt, was machen soll. Gut, die wird man nicht immer mitbrauchen bei so einem kleinen Hof, aber für ein schönes Lagerfeuer, wenn man macht, am Stabruch oben, ist die sicher dabei. Sigi, einmal, Dankeschön. So, jetzt zieht man einmal an, ich hab da so wachsgedrängtes Wartebett noch. Ja, ich mach die eigentlich warm, nur immer halbert, dann fängt der Funken viel schöner. Brennt schon. So, eine damit. So, und in der Zwischenzeit werden wir das Fleischerl herrichten und salzen. Und natürlich auch Pfeffern. Eine mit den ersten zweimal. So, da. Ich habe das dritte auch schon eine gehabt. Und die sind schon mal
vom Feinsten. Ja, wir haben es raushauen. Und ein Erdäpfel dazu. Ja, wir schneiden und schnabulieren, wie es sich gehört. Für einen großen Buben wie mich. Ja, hui. Von dem mag's da. Ja, gut gewürzt sind sie jetzt auch. Ja, aber diesmal ist jetzt einmal fertig zusammen. Und dann schalte ich erst wieder dazu. Mach vielleicht einen kleinen Leckerbissen vor die Kamera. Dass ihr wisst, wie das schmeckt. Und jetzt bis später. Jawohl. Der ist soweit. Herrlich. Ihr wisst, was kommt, meine Krankensädel. Gesund werden, schaut euch das tolle Wetter aus, dass es rauskommt. Nicht daheim im Bett und mal rumliegen und sonstiges. Und der Rest der Welt. Prost, Freunde. Ja, den kleinen Pico-Grill habe ich noch ein bisschen nachgelegt, dass er ordentlich durchbrennt. Vielleicht noch was reinschmeißen. Ja, aber jetzt genieße ich mein Käfchen, ist eh klar. Ja, der haut schon den nächsten Wurm ins Wasser. Der dürfte am Auskommen sein. Naja, die 15 Grad haben wir noch nicht. Die sind, glaube ich, noch weit entfernt. Also. Ich schätze mal so 5, 6 Grad, mehr sind es noch nicht. Ah. Ah, ja. Schießt da trotzdem, aber jetzt haben wir 2:30. Und schon langsam, wenn wir zusammenpacken heimgehen. Noch ein bisschen was daheim vor, Kleinigkeit machen. Ja. Aber der Tag muss halt, hat halt sein müssen. Ich muss die Säge testen, ich muss den Pico-Grill anwerfen und ich muss die Steaks machen. Was soll ich tun? Der ist leer. Ja, und so wie es ausschaut, halt jetzt ohne den seine Form. Jetzt klappt man eigentlich nur zusammen. Und er ist wieder fertig. Das gehört da eigentlich schon wieder. Und fertig ist er für den nächsten Einsatz. Ja, Freunde, der Ithaca ist gesattelt und Platzerl ist wieder hergekriegt und jetzt geht's heimwärts. Ja, Freunde, ich weiß, ich habe euch was unterschlagen. Ist euch sicher schon aufgefallen. Ich habe ja was erzählt wegen der Kamera, ne? Dass ich wieder eine neue habe. Gut, so genau ist es nicht so. Stimmt, es ist zwar eine neue, es ist dieselbe nochmal. Weil die AX53, was ich am Anfang gehabt habe, hat ein bisschen einen Schuss gehabt mit Autofokus oder so. Die hat vibriert wie ein Handy-Vibrator. Und wenn ihr mal drüber lachen wollt, wie blöd ich beim letzten Video geschaut habe, ich schneide euch die Szene da jetzt ein. Patschbomb, das muss rennen. Da gibt es oft Szenen, das Fahrzeug, wenn der Vieh vorbei rennt. Siehst du das? Kakano und sonstiges. Was hat die? Ein Schwung. Ja, ich habe ein paar Bühlen gemacht mit der. Was vibriert da so bitte? Auf der einen Seite, ich will noch mal dazu klarstellen. Ja, Freunde, so war das. Und am nächsten Tag bin ich das Zeug umtauschen gefahren und die haben das anstandslos zurückgenommen. Und ich habe
Neiche wieder gekriegt, was jetzt da quasi bis jetzt funktioniert hat. Schauen wir, wie es weiter ist. Ja, Freunde, ein kleines Fazit noch zum Pico Grill 85. Also, das ist kein Zauberer, der kann nicht mehr oder weniger wie anderer. Wenn es einen braucht vom Faltmaß her, der was nur um 2/3 kleiner ist wie die LF, schmäler, dann ist der Pico Grill eicherer. Wenn ihr schaut vom Gewicht her, dass ihr ultra leid seid, der Pico Grill 85 heißt 85, wer 85 Gramm hat. Wenn ihr was Leichtes braucht, dann ist der Pico eicherer. Er brennt, das habt ihr gesehen, nicht schöner und nicht schlechter wie die LF oder die XL. Vom Brennraum ist die XL, die LF mit dem Pico Grill 85 circa ident. Was ich so weiß in etwa. Ich habe es jetzt nicht zum Vergleich gehabt, weil die LF ist gestern schon geholt worden. Aber es gibt den Pico Grill 239 auch noch, das heißt, der hat dann 239 Gramm. Ist größer, ist dann in etwa so wie die XL. Hat dann 239 Gramm. Also wer sowas sucht oder braucht. Aber wie gesagt, wenn einer eine LF hat oder ein Lixada hat, wo zum Stecken und nicht aufs Gewicht schauen will, der was in etwa denselben Brennraum hat, dann ist das okay so. So, Freunde, das war's und jetzt gehen wir weiter. Ja, servus, Freunde, sind wir im Auto wieder angekommen. Ja, war eine schöne Tour. Sag wieder danke, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und servus die Morgen und pfiat euch die Buben.